meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction, ja? Wir reagieren auf das neueste Video vom lieben Avirano. Ansage an Bad Moms J. Let's go. Deutschland, mein Geld ist knapp. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Grüß Gott, buenos dias, salam alaikum, oder auch. Ich dachte, der sagt gerade bueno, wallah. Lange nicht mehr bueno gegessen. It's my love, donor time! Was geht ab, meine osmanischen Honigmelonenverkäufer? Ich hoffe, eure Tante ist Single. Erstmal nicht wundern, ich lasse meine Konturen hier gerade auswachsen, deswegen sieht's so komisch aus. Dieser eine mit seinen Sackhaaren in seinem Gesicht. Oder ist keinem aufgefallen? Nein, jetzt mal im Ernst, das ist echt ungewohnt, ja, aber darum geht's heute nicht. Worum es heute in dem Video geht, ist, ja, sehr spannend mal wieder, ne, aber jetzt, wo ihr schon beim Thema wart, ich will euch mal was von mir zeigen, okay, jetzt schnallt euch mal bitte an. Och, tschüschler, einfach, wie ist dieser Dings, man, Dingsman, wie hieß er nochmal, dieser Wolfman, nein, ich sei da dann. Ich weiß, der erste Gedanke ist jetzt Digger. Wolverine, den meinen Chat. Many Mel sagen. Digger, das ist tatsächlich meine. Digger, what? Digger? Behaarung, und ich will jetzt mal wirklich von euch wissen. Meine Freunde haben gesagt, ich soll es machen. Ne? Kommentiert mal bitte, soll ich lasern lassen? Diese Behaarung, die ich. Bitte, Männer, hört auf euch zu lasern. Das ist doch nicht mehr normal. Seid mir ehrlich, hat das jemand von euch auch so stark? Ich kann das ganz theoretisch bei meinem Friseur lasern lassen, ja, ich glaube, der bietet das auch an. Nur weiß ich einfach seit Tagen nicht, wann er öffnet, beziehungsweise wann ich da hin soll. Raus, Bro, wann öffnet der Friseur? Ab 12 können wir rein, vor 12 wird's ein bisschen eng, Bruder. Ja, so eng war's doch auch nicht, die ist doch schon 14. Ist aber im Endeffekt eigentlich auch egal, weil ich meine, ich rasiere das meistens eigentlich weg. Wie auch immer, ich denke, es ist selbstverständlich, dass meine Behaarung nicht das Thema des heutigen Videos ist. Es ist nämlich etwas passiert, ja, und zwar etwas, womit wir alle... Wir reden einfach seit über einer Minute über Behaarung, ne? ...niemals gerechnet hätten. Ihr Scheißopfer. Und zwar, eine Frau ist zurück im Internet, ja, aber keine ganz normale Frau. Wassermann, das heißt, ich bin Triple R sein? Bad Moms. Stimmt, dann Triple R sein, Digga, Alter. Jay ist back und es wird spicy. Oh, damn. Wie auch jeder andere 085... Die kenn ich auch noch. Oh, damn, Digga. Ey, geil, Alter. Sie ist ein Influencer, ich gehöre offensichtlich auch dazu. Ist Bad Moms Jay jetzt aktiv auf TikTok? Und was sie da alles von sich gibt... Macht ihr keine Musik mehr? Ich bin jetzt 18 und du kannst mich mitnehmen. Ich meine, seht einfach selbst. Jetzt auch, wo Pride Month ist, ich bin nicht lesbisch. Ich bin nicht lesbisch, Mausis. Ich stehe auf Frauen und Männer. Warum machen Leute ihre Sexualität so krass zu ihrer Persönlichkeit? Ich check das nicht. Ja, okay, du bist bi. Wen juckt das so? Ich meine, warum pushen die Leute... Das Ding ist, ist das nicht böse gemeint. Ein Mann steht auf eine Frau und eine Frau steht auf einen Mann. Das ist das Gesetz. Und so schreibt uns das Gesetz das vor. Und anders gibt es ja nichts. Mann, Frau, Frau, Mann. Punkt, fertig. Das brauchen wir für die Paarung. Mann und Mann geht niemals klar. Weil Mann und Mann, Bruder, ist, das ist, und das ist, also kann man sich so nicht vorstellen. Aber Frau und Frau, warum klingt das nicht bäh für uns im Kopf und ist voll legitim? Also ist voll so, das können wir voll tolerieren. Also, was? Tolerieren? Was? Tolerieren? Was? Tolerieren? Tolerieren? Hä? Tolerieren. Das können wir tolerieren. Und wenn eine Frau sagt, ich stehe auf Mann und Frau, ist das irgendwie gar nicht schlimm. Tätowieren. Wenn eine Frau sagt, was soll ich jetzt sagen, wenn eine Frau sagt, sie steht auf Frau und Mann, ist das irgendwie nicht schlimm für uns. Aber wenn ein Mann sagt, ich hätte auf Mann und Frau, das ist irgendwie schlimm. Wisst ihr, was ich meine? Mein Gehirn macht... Ach, ich rede nicht mehr, halt's mal, ich hab keinen Bock mehr. Alter. Leute immer mit dem, was... Das Video selber auslaufen. Die sind oder mit dem, was sie haben. Bro, du weißt doch, mein Nachbar, ne? Der flext die ganze Zeit damit, dass er so richtig erfolgreich ist und so. Ich kenne ihn, was macht er denn, Bruder? Ich weiß nicht, Bro, aber der fühlt sich die ganze Zeit. Okay, ich check nicht so ganz. Ich meinte dann die ganze Zeit zu ihm, Bro, guck dich mal an, du hast Haarausfall und du siehst richtig kaputt aus. So, wer will bitte so sein wie du? Armin, stopp, du weißt, er hat Krebs. Quatsch, Bro, er ist doch Schütze, ich weiß. Ich bin Triple R sein. Grundsätzlich ist nichts dabei zu sagen, dass man bi ist, ja? Ich persönlich interessiere mich absolut gar nicht dafür, ob eine Person jetzt männlich oder weiblich ist. Ich meine, bei mir unten geht's trotzdem so. Der Spannung, guck mal. Wie ich es hab. Habt ihr gesehen, wie der sich zusammengezogen hat? Für mich ist auch so die Frage, wenn sie so auf Frauen steht, übernimmt. Eine Frage an die Männer. Eine Frage an die Männer. Wenn deine Frau dir fremdgeht mit einem Mann, das ist Fremdgehen und du wahrscheinlich trennst du dich und du bist sauer. Eine Frage an die Frauen. Wenn dein Mann dir fremdgeht, wirst du dich wahrscheinlich trennen und bist sauer. Traurig. Erstmal an die Männer. Deine Frau geht dir fremd mit einer anderen Frau, weil sie sagt, ich fand sie irgendwie attraktiv und hab mit ihr verkehrt im Bett. Wie auch immer die das gemacht haben, so. Bist du sauer und trennst du dich. An die Frau,
dein Mann sagt, ich habe was mit einem anderen Mann probiert, vielleicht war das Ronaldo, keine Ahnung, ist auch egal, der fand er voll attraktiv, trennst du dich und bist du sauer. Bitte, bitte, bitte einmal reinschreiben, wie ihr reagiert. Weil ich denke mir als Mann, wenn meine Frau, meine andere Frau, und mir das dann sagt, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schwöre, ich wäre überfordert. Ich würde sagen, also einerseits so, nee, schade, Mann, warum hast du nicht gerufen? Triple R sein? Nein, Spaß. Andererseits denke ich mir, ja, ist doch eh nichts passiert. Hä, ist doch nicht schlimm. Was würdet ihr machen? Was würdet ihr machen, wenn du als Frau erfährst, dass dein Mann fremdgegangen ist mit einem anderen Mann? Und was würdest du als Mann machen, wenn du erfährst, dass deine Frau mit einer anderen Frau fremdgegangen ist? So, was würdest du machen? Was würdest du machen? Macht ihr Schluss? Seid ihr sauer? Bitte, bitte, schreibt mal rein. Wallah, wie soll man reagieren? Nimmt sie so den aktiven Part oder den passiven Part? Wenn ja, da stimme ich dir zu, Lara. Als Frau würde man sich ekeln. Mann, Mann. Aber an die Männer. Ihr Hunde. Was macht ihr? Ihr so versteht das schon. Lange Rede, aber mal gar keinen Sinn, ich würde sagen, meine lieben Freunde. Wir bleiben respektvoll, wir machen keine Sexualität, nichts und niemanden fertig. Also probieren wir jedenfalls. Und damit würde ich sagen, los geht's. Herz auf der Zunge, los geht's. Ex-Freunde schlagen dich, abusen dich, betrügen dich, zünden dein Haus an. Tschüschlang war dem Krieg. Machen deine Sachen kaputt, nehmen dir alles weg. Und wenn sie dich in echt sehen, sagen sie, kann man kein Hallo mehr sagen? Sie hat recht, ich bin Ex-Freunde. Schwarzer Seite. Aber jetzt im Ernst, es gibt eigentlich kaum noch Fälle heutzutage, wo zwei Menschen so im Guten auseinandergehen, oder? Sei mal ehrlich, kennt ihr überhaupt noch irgendwelche Menschen, die sich im Guten getrennt haben? Die Trennungsgründe heutzutage sind aber meiner Meinung nach absolut gar nicht mehr nachvollziehbar. Ich meine, ich habe mal eine Freundin, die hat zu mir gesagt, Arvin, ich bleib dir für immer loyal und dann bin ich fremdgegangen und sie hat sich von mir getrennt. Frauen halten auch nicht mehr ihr Wort. Warte, einen Augenblick. Was geht hier vor? Nein, Spaß. Eine Frau kriegt von mir natürlich auch Loyalität, ja. Außerdem kriegt sie auch noch 28 cm Schweinelack in die Möse. Ey, immer wenn Leute so sagen... Ja, und dann war ich mit meinem Vater und dann habe ich meinen Papa angerufen. Für mich ist das so komisch von Menschen zu hören, dass sie einen Vater haben. Wie, du hast einen Vater? Warum liegst du hier? Okay, sie tut mir schon leid. Hä, warum ist das komisch? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich denke, sie und auch viele andere Frauen unterschätzen. Ach so, weil die keinen Vater hat, oder was? Schätzen sowas, ja. Ich meine, viele Frauen, die ohne Vater aufwachsen, die neigen eher zu solchen Verhaltensweisen. Boah, der war ehrenlos. Ist aber wirklich nicht leicht, ohne Vater aufzuwachsen. Ja, ich meine, Gott sei Dank, ich persönlich, ich hatte das Problem nicht. Klar, okay, ich hatte zum Teil trotzdem eine komische Kindheit. Ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, bei Schüler-VZ mit anderen Typen Sexchats gehabt. So, aber wer von uns hatte das nicht? Ja, nee, aber im Ernst, es spielt auch wirklich eine Rolle, ist der Vater gestorben oder ist er einfach nur abgehauen? Weil wenn es sich um einen Todesfall handelt, dann habe ich logischerweise auch viel mehr Empathie dafür. Ja, und er ist gestorben und nächste Woche, also in einer Woche am Sonntag, ist dann die Beerdigung. Krass, okay. Kommt Chayas? Bro, du kannst was nicht. Sie war mies toxisch, ja. Also, dass ich noch auf Männer stehe, unterstreicht ja auch nur den Fakt, dass du dir Sexualität nicht aussuchen kannst, ne? Weil wenn ich mir es aussuchen könnte, weiß ich nicht, warum du denkst, dass ich auf Männer stehen würde. Die will damit sagen, Männer sind scheiße und wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich nicht auf Männer... Okay, alles klar. Und dann würde sie nur Frauen bevorzugen. Direkt eine lustige Story dazu ein, ja, passt doch. Erstmal, klar, okay, man kann sich natürlich nicht aussuchen, was einen sexuell anzieht. So irgendwas doch auch nicht. Ohne Witz... Warte. Aber ein Kollege von mir... Ohne Witz, ne? Ich wünsche mir das nicht, dass ich irgendwann so empfinde. Aber ich kann nicht verstehen, wie ein zum Beispiel Mann sagen kann, ich stehe absolut nicht auf Frauen. Dann kommt da vor ihnen so eine heftige Latina, BBL oder vielleicht Naturschönheit 10 von 10. Du hast noch nie sowas gesehen. Und er sagt allen Ernstes, so, das ist so, der kann die nackt sehen, Und dann geht er lieber zu einem Mann und hat seinen Spaß und wirklich, wallah, billah, das geht, das, Bruder, ich könnte nicht mal was mit Ronaldo machen. Wir reden immer so auf lustig, haha, Ronaldo, ich würde den einen so. Bruder, ich schwöre auf alles, hart auf hart. Wallah, ich könnte mit Ronaldo nichts machen, weil das ekelhaft ist, weil das ein Mann ist am Ende des Tages, Bruder. Wallah, ekelhaft. Ich würde noch Wange küssen, umarmen, das ist was anderes, wie andere Brüder. Aber Bruder, mehr geht nicht. Und deswegen verstehe ich nicht, wie ein Mann sagen kann, ich stehe nicht auf Frauen und ich stehe auf Männer, ich schwöre auf alles, das geht bei mir nicht rein. Bei Frauen, die sagen, ich stehe auf Frauen, aber nicht auf Männer, kann ich noch ein bisschen verstehen, weil die können sich anderweitig mit anderen Sachen noch helfen. Und das ist nochmal so eine Sache, die ich so ein bisschen verstehen kann. Aber dass ein Mann sagt, ich gehe zu einem Mann und nicht zu einer Frau, ich schwöre,
Das geht bei mir nicht rein, das verstehe ich nicht, Wallah. Ich war mal so mit dem im Café, ne? Ich hab ja so schlimmsten Deep Talk gehabt, so, ne? Ihr wisst ja so, War die Mondlandung echt, war die fake? Ja, so ab und zu so komische Themen dazwischen, so, kennt ihr das? So random, ihr redet erstmal so über gesellschaftskritische Themen und so. Labert der Wille bei Ronaldo, oder? Wallah, nee, mal, bist du behindert, Alter. Ihr redet immer so cool, Wallah, steh mal vor denen und dann will ich dich sehen, Alter. Politische Debatten, so auf einmal fragt so, okay, für wie viel Euro. Wenn er dich mit seinem Saunablick anschaut, kennt ihr seine Bilder an der Sauna, wenn er so Selfies macht? Mit seinen Dings? Mit seinen Süße, diese, wie nennt man das, diese Unterhose, diese Eierquetscher. Würdest du Ronaldo ein Blas, so alles so gemischte Themen einfach. Wir reden so über schwul und lesbisch, ja. Auf einmal haut mein Kollege so raus, Arvin, Bruder. Frauen können bi sein, Männer können das aber nicht. Also eine Frau kann auf Frauen und Männer stehen, bei einem Mann funktioniert das aber nicht. Ich habe dann gefragt, okay, Bro, warum das denn, Bruder? Seine Antwort war dann, Bruder, wenn du ab und zu Schwänze lutschst, dann bist du auf jeden Fall schwul. Miese Weisheit von Cello, ja, Kollege von mir. Cello AB aus Duisburg. Sagen wir jetzt mal, ich werde mit einem Mann in einer Beziehung. Ich bin nicht weniger bisexuell und ich stehe nicht weniger auf Frauen. Und bisexuelle Personen müssen euch auch nicht beweisen, dass sie auf das gleiche Geschlecht stehen. Einspruch. Also sorry, aber wenn meine Frau jetzt zu mir kommt und sagt, hey, sorry Arvin, ich habe einen neuen besten Freund, aber keine Angst, der ist schwul, dann sage ich so, wow, warte mal Schatz, wie schwul der ist, werde ich höchstpersönlich herausfinden. Dann setze ich mich mit ihm hin und führe erstmal ein Gespräch. Ja, was sagt ihr dir, ne? Bro, redest du nicht von Valentina? Die kenne ich ja. Ja, Bruder, du kennst doch meine neue Freundin. Kam nicht raus, dass sie selbst früher ein Mann war? Ja, selbst wenn für den Kontext spielt das jetzt keine Rolle. Sorry, der Kamera-Akku war leer. Wir sind nicht im Zeig-mir-oder-beweis-mir-dass-du-gay-bist-Zirkus, Alter, wo ich jetzt eine... Da sind wir wirklich nicht. Bei Gott. Jeder, der seine Sexualität auslebt, also so anders auslebt, ob er homo ist, ob er hetero, ob er bi, ob er das ist, weil er niemand muss irgendjemanden was irgendwie sich rechtfertigen oder sich äußern und sich dafür gerade machen. Bruder, jeder lebt so und das aus, wie er möchte. Das ist so ein Fakt, Digga. Da hat niemand sich einzumischen. Frau in front of you küssen muss. Warum rede ich die ganze Englisch? Warte mal. Meine Meinung zu Bad Moms Jay. Ich finde sie cool, ja. Alla, red mal auf Deutsch, damit ich auch ein bisschen was verstehe. Sie ist ein bisschen Clown, aber trotzdem ganz cool Englisch. Aber Bad Moms Jay, okay. Karl, Frage an dich. Wärst du sauer, wenn deine Frau bi wäre? Also, was heißt sauer? Ich würde niemals eine Frau heiraten, die mir sagt, Baby, ich schlafe mit dir und auch zeitgleich mit Frauen. Also, das würde ich nicht zulassen. Das geht ja nicht. Weißt du, weil... So. Also ich würde das nicht zulassen. Also wenn ich eine Frage beantworten müsste, so würde ich sagen, ich würde das nicht zulassen. So. Würde ich das so, ja. Und dafür mache ich das Video hauptsächlich, weil ich das so getriggert hatte. Bitte, wenn du das hier siehst, hör auf, Deutsch und Englisch zu mischen. Ich schwöre, Alter. Was ist das? Ich check das nicht. Warum reden immer viel mehr Leute so? Ja, das ist... Sie hat gerade selber gesagt, sie hat... Ja, genau, Isra. Deswegen. Ich gecheckt, ja, das Safe ADHS oder so. Das ist nicht nur eine Ansage an sie, auch generell an alle Leute, die dieses Deutsche und Englische wissen. Das ist so cringe, Digga, ist so unangenehm. Aber nicht falsch verstehen, ich würde sie trotzdem zum Essen einladen. Wie ist es, wenn ein fremder Mann mir und einer Schwester das Essen bezahlt, ohne dass wir daran Kenntnis haben? Ja, dann weißt du, er will euch heiraten. Und zwar euch beide. Meine Damen und Herren, das war mal wieder mehr als genug für heute. Ich glaube, wir haben so viel AIDS-Content in den letzten Monaten konsumiert, dass das heute voll normal war. Sag mal ehrlich, Chat, auch dir hier in YouTube in den Kommentaren, hat mal ein Mann euch irgendwie in einem Restaurant, in einem Café, was auch immer, die Rechnung bezahlt, sodass der Kellner kam und gesagt hat, der Mann da drüben hat es für euch bezahlt? Weil, sag mal ehrlich, hä? Und wenn ja, wie war das für euch? Habt ihr gesagt, Alter, nein, ich zahle meine Sachen trotzdem, ich will nicht, dass irgendein anderer Mann das für mich zahlt? Seid ihr so auf, macht ihr einen auf Teufel? Oder sagt ihr, Max! Wallah Max! Belech! Der kriegt eh Korb. Wallah Max! Belechinho! Ah, ja. Wie auch immer, passt auf, sehr wichtig. Ihr müsst mir beweisen, dass ihr schöne... Ach, wallah, ihr Frauen. Tippitoppi, wallah, ihr habt so gut. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten, ja. Und zwar erstens, ihr schickt mir entweder ein Bild davon oder zweitens, ihr lasst ein Like auf dieses Video hier da. Optional geht auch beides und... Girlmurf, ich schwöre. Für euch jetzt noch einen Daumen nach oben, wo wir einen Kommentar oder ein Abo... Direkt mal eure Notizen reinschreiben. Heute plus gemacht. Von daher bis zum nächsten Mal, Klaus Grill. Ansonsten ja, Dankeschön für den Support. Ich liebe euch, bleibt aktiv, passt auf euch auf, grüßt eure Tante von mir und vergesst niemals. Die Frage mal, ist es Braten oder Grillen? Also, für mich ist die... Ich schwöre auf mein Leben, Wallah, ich glaube, ich habe noch nie von denen ein YouTube-Video gesehen. Ich sehe nur bei Avirano. Wo droppt er denn die Videos? Auf MySpace oder was? Frage, schmeckt es oder schmeckt es nicht? Okay, das war's mit dem Video. Sehr lustig. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.